Am 24. Oktober wird also im neuen Bundestag die Eröffnungsrede gehalten vom Alterspräsidenten. Aber so lange wollen wir nicht warten. Hier kommt der Mann, der für jede Partei eine echte Zierde wäre. Herzlich willkommen, Gernot Hassknecht. Ruhe! Ruhe im Topf! Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre, zum ersten Mal in diesem Hohen Hause zu sprechen. Direkt unter dem legendären Bundespräuler. Im rechtesten und männlichsten Parlament, das wir je hatten. Selbst bei der Prostatavorsorge trifft man mehr Frauen als hier. Vorbildlich allerdings die neu gegründete Frauke-Petri-Partei mit einem Frauenanteil von nahezu 100%. Selbst Grüne und Linke, die großen Frauenversteher, stellen bei den Direktmandaten dann doch lieber Männer auf. Denn ihr seid zwar grundsätzlich schon irgendwie für Frauen, aber selber 4 Jahre neben einem Mädchen sitzen? Nein, hier in der Bude soll es weiter nach Testosteron müffeln, nach Jungsumkleide, nach Turnbeutel ganz unten. Jedes Mal, wenn hier eine Frau redet, dann macht der arrogante Zwischenrufe dieser Macho, das ist sowas von wenig zu ertragen und kraut sich da seine Eier. Ich entschuldige mich dafür. Für den Macho oder für was jetzt? Für die Eier. Prima! Eierkrauen geht also ungebremst weiter. Alles wie gehabt. Neu im Bundestag ist nur die AfD. Man fragt sich allerdings, wie lange noch. Diese Woche ist schon wieder einer ausgetreten. Statt 94 Sitze habt ihr jetzt nur noch 92. 2 Abgeordnete in 2 Wochen. Wenn ihr in dem Tempo weitermacht, hat sich der Verein in 92 Wochen, also genau am 12. Juli 2019, komplett aufgelöst. Jetzt nicht nachlassen! Hey! Ja, man soll die Sorgen der AfD-Wähler ernst nehmen, lese ich jetzt überall. Ich hab aber keinen Bock! 95% von denen haben, Zitat, Angst, ihre deutsche Kultur zu verlieren. Wer will denn bitte unsere Kultur klauen? Bisschen mehr Selbstbewusstsein. Auch in 100 Jahren wird es noch Schützenfeste geben, wo wir nach 14 Cola Weinbrand der örtlichen Leberwurstkönigin in den Ausschnitt reihern. Weil wir Deutsche sind. Und an alle etablierten Parteien hier. Hört gefälligst auf, der AfD nach dem Mund zu reden. Ich sage jetzt nicht, wen ich meine. Aber ich meine die CSU! Hört auf, euch bei diesen popeligen 12,6% einzuschleimen. Was ist denn mit den 87,4%, die nicht AfD gewählt haben? Also ich? Wer schleimt sich bei mir ein? Ich war nie gut in Mathe, aber nach meiner Rechnung sind 87,4% die Mehrheit. Oder in der Sprache der Idioten, wir sind das Volk. Tschüss.